Das XC-Event ist jetzt gestartet und wir schauen uns mal die Belohnungen an, die ihr so bekommen könnt. Und ich sage euch mal, langweilig. Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Yu-Gi-Oh! Master Duel geht wieder in die nächste Runde mit einem neuen Event, und zwar das XC-Event, was tatsächlich jetzt eine ganze Woche geht. Und ich kann euch endlich zeigen, denn es ist für jeden verfügbar eigentlich, aber ich möchte euch hier zeigen, was für Belohnungen gibt es denn eigentlich. Hä? Neue geile Karten, neue geile Begleiter, neue geile Kartenrücken. Nein, nicht solche Sachen gibt es nicht. Es gibt Kristalle, ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und noch ein bisschen andere Sachen. Und wir schauen uns mal die Leidecks an. Let's go! Und hier sind wir auf der Oberfläche und wir sehen hier, 100 Kristalle gibt es bei 100 Punkten, 200 Punkten gibt es diese Legacy-Booster-Dinger, Schwachsinn, braucht kein Mensch. Und 200 gibt es nochmal mit 300 Punkten. Und bei diesem Event ist das so, man kann einfach nur spielen. Ne? Wenn ihr euer eigenes Deck benutzt, ja, dann kriegt ihr mehr Punkte. Aber ihr könnt auch ein Leihdeck nehmen, falls ihr kein XC-Deck zur Hand habt. Und ihr könnt einfach mal drauf los dudeln. Ne? Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr Punkte. Wenn ihr verliert, kriegt ihr sogar Punkte. Wenn ihr unentschieden spielt, was noch niemals mal mit ihm passiert ist, kriegt ihr auch Punkte. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Man kann eigentlich nicht verlieren, sondern man kann einfach nur grinden. Und ich zeige euch mal, was hier auch gerade richtig heftig am Start ist. Denn hier ist die Liste der Belohnungen. Ja, und ja, 100 Punkte kriegt man, glaube ich, oder 200 Punkte kriegt man pro Sieg. Ich weiß es nicht, bin mir gerade nicht sicher. Aber das war, glaube ich, bei den Turnieren so gewesen. Bei Events, da weiß ich nicht. Das werden wir gleich herausfinden. Beziehungsweise später im Stream, wenn ich das Ganze dann zocke. Könnt ihr gerne mit dabei sein. Und ihr seht schon, was es hier gibt. Edelsteine und Belohnungsticket. Aber es gibt XC-Belohnungstickets. Ne? Das heißt, ihr bekommt Tickets. Das bedeutet, ist ja geil. Ja, dann sind diese Tickets, die jetzt hier gerade noch drauf waren, wo ich den Namen noch nicht sehen konnte, total irrelevant, was ich gesagt habe. Sondern hier, XC-Tickets. Ja, Belohnungstickets, was man dann dafür tatsächlich bekommt, können wir uns auch wahrscheinlich gleich ansehen. Schauen wir mal, ich bin ein bisschen gehypt, ein bisschen, ihr versteht's, oder? Und ja, hier gibt es Edelsteine, und ihr seht schon, 300 Edelsteine, 200 Edelsteine, 600 Edelsteine, ja, kriegt man dann jetzt immer mehr, und dann 200, 200, 100, 200, 100, 100, und dann gibt's nur noch 20er. Aber man kommt in ungefähr, ich habe glaube ich habe alles durchgerechnet, 2400 Kristalle kann man bekommen, wenn man es schafft, 20.000 Kristalle oder Medaillen zu bekommen. Ne? Das wird wahrscheinlich ein Grind des Jahrtausends, im Sange du kriegst 100 pro Runde, wenn du gewinnst oder so. Das wird dann ein bisschen dauern, ne? Aber das wird durchgezogen, das wird geil. Und aber hier kriegt ihr auch nur Legacy Packs, also diesen Schwachsinn. Aber so diese XC Packs können wahrscheinlich interessant sein. Und 2400 ist gar nicht mal so kacke. Dann können wir hier uns die Leidecks anschauen. Es gibt tatsächlich auch nur drei. Es gibt einmal Raptor, also Überfallraptor gibt es ein Deck. Ganz klassisch aufgebaut, nicht so viele Ultra Rares oder sonst irgendetwas. Auch ein bisschen klassisch gehalten sieht man das schon. Schwarzes Loch, Spiegelkraft, ne? Also finde ich schon, dass das so eher so klassische Karten noch mit sind. Und dann hier unten halt im Extra-Deck Überfall-Raptoren. Und mit diesen Decks könnt ihr halt eben spielen. Und einfach spielen. Wenn man einfach Bock hat. Na, dann gibt es Dunkle Reißzähne oder auch halt Phantomritter. Ist hier ein komplettes Phantomritter-Deck. Was ich auch ziemlich cool fand, gegen das Deck habe ich jetzt zum Beispiel gestern im Stream gespielt, fand ich ziemlich cool. Hier auch wieder Spiegeldrachkraft drin und auch wieder bodenlose Fallgrube, genauso wie XC Wiedergeburt. Solche Sachen sind auch wieder mit dabei, also auch da auch hier, klar, schwarzes Loch wieder. Also man sieht, die Singer sind schon so sehr simpel zusammengestellt. Das ist definitiv keine Meta-Zusammenstellung, ne? da fehlt Aschenblüte und hast du nicht gesehen. Ich würde mich freuen, wenn viele Leute solche Decks halt tatsächlich spielen, damit das einfach auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, ne? In die ganze normale Drecksmeter. Ne? So, aber diese drei Decks stehen zur Auswahl, finde ich ganz cool. Man kann natürlich auch sein eigenes Deck nehmen, natürlich regelkonform. Ne? Schreibt mal natürlich in die Kommentare, ob ihr schon ein Deck zusammengestellt habt, was reinpasst. Ansonsten, ob ihr euch vielleicht mit einem Leihdeck begnügen müsstet. Aber ganz, ganz cool. Das ist das ganze Ding. Läuft eine ganze Woche lang. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Wird nachher im Stream gespielt. Ne? Also jeden Tag 20 Uhr einschalten. Twitch auf meinem Nacken. Hier, Beschreibung gucken. Und ja, ich gehe mal kurz gucken im Shop, ob es da tatsächlich auch das Ding gibt. Ne? Vielleicht gibt es ja das Pack. Gibt es neue Packs? Warte mal, gibt es hier neue Packs? Zorn des Cyphers. Das ist doch neu, oder? Das ist doch neu, wenn ich mich nicht irre. Ne? Weiß ich gerade nicht. Weil bei mir gerade war so ein Button da mit neu. Okay. Bonus-Packs gibt es aber nur Legacy-Pack. Da muss man eventuell vielleicht das XC-Legacy-Pack oder das XC-Pack
Ticket-Ding freischalten. So, das soll es dann gewesen sein für dieses Video. Geht ihr auch ins Event heute rein? Habt ihr Bock zu grinden? Ist es mal was anderes als Ranked? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr heftig freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder hier auf Made in Tokyo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut auf jeden Fall rein und ciao.